Ocelot! Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, verrückt Leute, Mija, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David, Tim und Ricardo. In der letzten Folge haben wir im Dschungel ein bisschen geangelt, haben da sehr viel Zeug rausbekommen, das haben wir jetzt alles das meiste und dann so Geschäfte und weggetan. Und so. Jetzt gehen wir erstmal zum anderen Dschungel, weil ich immer noch eine Katze haben möchte, beziehungsweise Ocelot, den ich dann paaren kann, da haben wir mehrere. Dann können wir unsere Stadt vor Creepern schützen. Mal gucken, ob ich da noch welche bekomme, diese Folge. Hui. Was habt ihr bei eurem Beacon nochmal? Ich hätte das Ding viel größer in Erinnerung. Okay. Wir müssten echt irgendwann so ein lückenloses Netz von Beacons überall haben. Mit Schnelligkeit am besten. Oder halt noch manche Spots noch andere. Ach. Okay. Einladen. Cool, Tim. Das wird ziemlich groß, der Bahnhof. Muss doch so Übergänge machen, so brückenmäßig sozusagen. Wenn ich hier mal so drüber springen muss über die Gleise. Gehst da hoch. Ja, aber. Hier auf der Seite musst du dann auch sowas wie da machen. Und so will man gleich auch mal bei Tim vorbeischauen, was der da alles schon braucht. Muss ich nicht unbedingt. Ja, das ist doch, wenn du hier stehst, musst du das wieder nach da hinten hinrennen. Das ist voll nervig. Du fährst ja nicht. Du fährst dann bis hier hinten. Bis zu den Teilen hier. Ja, aber wenn du trotzdem hier stehst und drüber möchtest. Hä? Du stehst ja nicht immer da hinten. An richtigen Bahnhöfen ist das auch so. Das ist am zweiten. Ich baue das. Das ist auch kein Bahnhof, das ist ein U-Bahnhof. Auch, oben das, auch an U-Bahnhöfen ist das wenn so. Wenn du oben das Ding gelesen hättest. Ja, trotzdem, an U-Bahnhöfen ist das auch so, Tim. So. Mal gucken, ob hier jetzt irgendwo ein Ocelot rumläuft. Ich glaube, der Dschungel ist größer als der andere. Ich hoffe es zumindest. Boah, ich glaube, war hinter dem einen Sufti auch noch einer? Boah, eigentlich haben wir voll viele Dschungels. Ich kann mir kaum vorstellen, wo bin ich denn jetzt? Lol, ich bin jetzt hier? LOL! Wie weit bin ich denn gelaufen? Ich bin in den Dschungel reingegangen, hinter der Wüste. Und zwar, nicht hinter der Wüste mit dem Wüstendorf, sondern hinter der Wüste hinter David und Tim. Okay. Und ich bin jetzt rausgekommen am Feld. Bei dem Dschungel. What the fuck? Der Dschungel ist ja riesig. Ich meine, bin ganz kurz durch Plains gelaufen, so. Paar Blöcke, aber sonst ist der Dschungel ja riesig. Ich hab's nicht mal gemerkt. Schade. Irgendwo. Eine Katze. Wahrscheinlich, wenn ich, oder die erste Katze, die ich finde, ich laufe auf die zu, die spawnt einfach. Geil. Das wäre richtig abfuck. Wahrscheinlich laufen ja auch überall Katzen rum, aber sobald ich in die Nähe komme, die spawnen die alle. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass hier keine Katzen spawnen. Denn überall Hühner und eingeschlossene Schweine. In den Blättern. Ocelot! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Renn nicht weg, ich hab Fisch für dich. Da vorne! Ich hab Fisch für dich! Nein, spring nicht rum! Ich hab ganz tasty Fisch für dich. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hallo? Du um den Block verschwunden, oder? Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ja, er kommt, er kommt, er kommt! Warum springst du jetzt rum? Ich beweg mich nicht mal! Ihr guckt mich an. Nein! Druckartige Bewegung. Wahrscheinlich. Oh, wie süß! Komm schon. Alter, wo bewegst du dich jetzt? Kommst du jetzt? Hallo? Ja, ist okay. Ja, freu dich. Ist okay. Bleib jetzt mal stehen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ich mach gar nichts. Es rennt rum. Dann solltest du vielleicht was machen. Nee, kann ich nicht. Es läuft immer direkt weg, wenn es mich anguckt. Du bist halt so hässlich. Ja! Jo! Zweiter Fisch, gezähmte Katze. Ja, geil! Okay, warte, kannst wenn ja ich... jetzt anfangen, die Katzen zu fangen. Genau, wenn ich es jetzt, also wenn ich die Katze jetzt
Nicht, also die teleportiert sich, oder? Ja, okay. Kann sich teleportieren. Aber nicht, wenn sie hingesetzt ist. Also ich sollte sie stehen lassen. Nee, dann nicht. Gut, gut, gut. Dann lasse ich sie stehen und sie kommt mit. Nice! Wow! Ich habe eine Katze. Vielleicht soll ich mal ein Bild davon machen. Wo bist du hin, Katze? Okay, ich renne lieber irgendwo hin, bevor ich. Ich mach lieber zu Außenbild. Und wahrscheinlich habe ich da jetzt ein, zwei Katzen reingemacht, weil das war. Oder vielleicht einfach nur ein bisschen Speed. Riesige Katze, komm mit! Eine schwarze Katze. Oder oben. Vielleicht nur die Szene, in der du die Katze findest. Oder das, genau. Diesem 2 Stunden später. 2 Stunden später. Ich habe übrigens einmal, habe ich so 3TMC auch eine Szene verbaut und 20 Minuten später. Und es war sogar ganz genau, also ziemlich. Nee, genau. Einmal war 37 Sekunden später, glaube ich, oder sowas. Und es waren exakt 37 Sekunden später die Szene. Ha! Das war richtig lucky. Boah. Richtig rausgehauen. Bums. Katze, komm mit! Ja, hallo Kätzchen. Du kommst jetzt einfach mit in mein Haus. Miau. Miau. Aber krass, also wie lange es gedauert hat, das scheiß Katze zu finden. Aber ich find's nice. Ich hab eine Katze. Zwei sogar jetzt. Ein orange Superkätzchen. Und eine schwarze Superkatze. Und jetzt kannst du ganz viele Katzen züchten und die Natur in der Stadt verteilen. Im Richtig. Boden. So, ja, die schwarze Katze ist hier drin. Komm mit. Ja, komm. Dann hören wir in der Stadt die ganze Zeit so Katzengeräusche. Miau, miau. Ja, dann fehlen nur noch Hunde, ne? So, jetzt habe ich euch beide aufstehen lassen. Jetzt kommt mal mit. Die können aber nicht despawnen, wenn die gezähmt sind, oder? Ja. Und? Noch ein Katze! Ja, die Orange, aber ich fand die schwarze schöner. Oh. Also töten. Ist das jetzt was? Ist das jetzt rassistisch? Nein. Die brauchen so lange wie alle anderen Tiere zum vermehren. Kommt ihr mal irgendwo hier in die Küche oder so, damit ihr euch da hinsetzen könnt? Nein? Okay, dann schiebe ich euch halt rum. Ich will die junge Katzenfamilie auf Kamera haben. Oh geil, das ist. Danke. Du auch? Katzen, ja. Katzen. Je mehr Katzen wir haben, desto schneller können wir die vermehren. Ah, okay, vielleicht soll ich mal das Schwert aus der Hand nehmen. Wow, weißt du, die guckt mich die ganze Zeit an, ich nehme das Schwert aus der Hand, guckt sie mir nicht mehr an. Okay. Schwert scheint interessant zu sein für die. Ey, Babykatze, lass ich rumschieben. Ey, die Babykatze hat, glaube ich, eine mega kleine Hitbox. Ich konnte mich nochmal anzeigen lassen, F3 und B, glaube ich. Ja. Boah, nice. Okay, wow. Man sieht die mit Shader und Zwecks oder irgendwas, an irgendwas liegt es, aber ich sehe die fast gar nicht. Hitboxen unsichtbar. Oh, oh geil. Gib euer Kind zu euch. So. Nein, jetzt hast du die große Katze verdreht. So. Ich auch. Ja! Ja, wow, jetzt gucken sie weg. Gott, warum ist jetzt plötzlich mein Bild nicht mehr reingezoomt? Ah, das. Moment. Wow, mal gucken, welchen der Screenshot ich nehme. Ganz viele tolle Katzen. Wie lange brauchen die denn zum wieder bereit sein? Ich hab keine Ahnung. Ich krieg schon kurz ins Bett. Item! Oh, hallo Ricardo! Hä? Wo? Da sind 3 Katzen. So, hallo. Nicht töten. Darf ich die mal streicheln? Nein! Können willst du mal gucken? Ja, gerne, gerne, gerne. Moment. Hallo, lass ihn in Ruhe. Wir haben Katzen. So. Hallo. So. Ah, da ist der Eingang, okay. Okay. Der Eingang, okay, okay, okay. Schließfächer. 24 Stunden Schließfächer. 1 Stunde Schließfächer. 1 Stunde, 1 Goldbarren, oh, okay. Da ist ja gar nichts drin, oh. Okay. Ist das so eine Halle? Okay, das ist cool. Das ist cool. Nice aus. Gucken, wie es sich sonst entwickeln wird. Wird heftig. Ich werde gleich auch mal mitarbeiten. Ich werde erstmal noch ganz kurz ein paar Katzen vermehren. Und dann. Ich werde jetzt Holz farmen. Was? Holzstämme. Holzstämme farmen. Habe ich leider auch nicht viel.
Ja, braucht ihr denn die Katze? Ich hoffe, gleich kommt eine schwarze Katze raus. Nein, das ist nicht rassistisch. So. Oh, stimmt, ich muss auf meinem Dachboden nochmal langsam was einrichten. Hier irgendwie so Fernseher, eine Couch und sowas. Fernseher, boah, mach mal einen Fernseher in Minecraft. Geil, wär, ja, zumindest aus Kur- so einen ausgeschalteten Fernseher halt, ne? Deco-Craft. Was ähnliches. Ich glaube, ich werde jetzt kurz mal mit Kohleblöcken kurz einen Fernseher in mein Haus bauen. Kohleblöcke kann man ja machen als Fernseher. Theoretisch. Wie habe ich denn hier nochmal den Fernseher gestaltet? Das Gebäude, finde ich, habe ich ganz cool, ganz cool eingerichtet oben in der Kammer. Im Wohnzimmer quasi. Warum ist hier ein Eisenohr bei so, den Bäumen? Ah, nee, das geht. Was? Warum hier Eisenohr einfach bei den Bäumen ist. Keine Ahnung. Ach ja, das. Auch keine Ahnung. Das war da mal. Haben wir immer da gelassen. Ja. So. Was wollte ich holen? Genau, Kohleblöcke. Gut gemacht, Julian. Nehmen wir mal ein paar. Nehme ich ein paar Stone Bricks. Bam. So. Den Holz. Vielleicht doch nicht. Wobei, doch mal so. So. Läuft Ricardo vorbei. Vielleicht ein paar davon. Ein paar davon. Gucken, was da muss mir dann noch. Ich werde ja sicher nicht den Stationen, also mit den Decken, diese Aufnahme anfangen. Deswegen musst du mir dann in der nächsten Aufnahme oder so sagen, wo du überall so eine Station hast. Ich? Oder wer? Alle. Achso, alle. Ja, musst du da so erst den Bahnhof bauen. Also einmal halt in der Kirche, da ist ja schon halb einer. Dann halt im Armenviertel ist ja auch schon halb einer. Das sind ja schon quasi zwei Stationen, die so halb verbunden sind. Ansonsten, da hast du jetzt eine. Vielleicht auf jeden Fall einen einzelnen Stadtteil, wie zum Beispiel der Wüstenstadt. Und dann theoretisch, wenn wir im Dschungel noch eine haben, vielleicht im Dschungel. Oder wir nehmen eine gemeinsam dafür. Bei einer gemeinsamen. Was? Oder würde lieber eine gemeinsame machen. Ja, so können wir machen. Also ich habe fünf Ziele. Wollen wir vielleicht könnte es noch verlängern, quasi, aber im Moment habe ich erst fünf. Wollen wir vielleicht das Enderportal noch anschließen, direkt in den Bahnhof? Ja, das wäre gut. Mal zu dir runterrennen müssen. Das wäre gut, ja. Dann können wir theoretisch die wir unten haben, ja gleich mit benutzen quasi. Ja, meine ich ja. Ja, genau. Ja. Das ist gut. Können wir machen. Was ist mit Mesa-Biom? Haben wir dann. Ah, ne, das geht durchs. Das ist genau, das geht durchs Nether, ja. Das geht leider nicht. Cool wäre, wenn man mit einer Bahn durch ein Nether-Portal gegenfahren könnte und dann rauskommt, okay, und direkt wieder auf einer Schiene ist und weiterfährt, weißt du? Ja, das wäre nice. Ups. Oh nein, oh, ich habe gerade. Mein Dach abgebaut, nein! Oha! Verzeihst du mir Dach? So, jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen bei meinem Teil. War die Stufe so? Ja. So. Boah, ich weiß aber, als ich das erste Mal das Dach hier gemacht habe, haben sich Niklas und Lennart, glaube ich, bekämpft. Boah, das war lustig. Dann habe ich einmal Niklas getötet, dann! So. Welches da unten jetzt? Ich hab schon echt viele Teilnehmer eigentlich. Jo. Ändert seit die Konstanten. Soll ich das Zeug da unten mal abbauen? So. Dann kann ich hier auch eins hinbauen. Dann könnte ich vielleicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn man einfach mal so einen Streifen hinmacht. Ich wäre es cool, wenn hier jetzt auch nochmal einer wäre. Dafür brauche ich dann Dingsholz. Dann einfach mal so vielleicht. Einfach mal random. Deiner Streifen. Warum nicht? Vielleicht, nee. Moment, ich lasse es erstmal noch.
Über da hinten den braunen Streifen, das wäre ich noch cool. So, wie sieht es da oben aus? Das ist sogar ganz cool. Wobei da oben sollten auf jeden Fall noch Treppen hin. So. So. Ja, ist okay. Ich wollte auf jeden Fall. Hast du zufällig Fichtenholz? Ja? Ob du zufällig Fichtenholz hast? Hättest du mir das früher gesagt, war eben bei mir, da habe ich. Oh, okay, schade. Egal. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt die Couch mache oder durch die Couch. Hier in die Couch ist halt schon ein bisschen sehr nah. Ja? Ja. Aber ich würde es einfach machen. Ja, ne? Oh, meinst du? Jetzt ist auf, dass ich da hier Savannenholz benutzt habe. Ich mache hier oben einfach mal eine Reihe Stone Slabs hin. Hier Stone Brick Slabs. So. Kann ich theoretisch. Das funktioniert nicht. So und dann so. Naja. Weil da kann man die theoretisch nicht verbinden lassen. Also ich meine, es sieht jetzt nicht gut aus, aber. Funktioniert tatsächlich. Wusste ich gar nicht. Dinger sich verbinden lassen kann. Okay, das sieht jetzt verdammt scheiße aus. Sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Denn dann würde ich noch hier zwei von den Dingern machen. So. Vorne noch eine Falltreppe. Oder so. Doch, das kann man vielleicht sogar eher machen. Wäre da vielleicht direkt noch eine Treppe hin? Ja, nur noch eine kurze Treppe. So, mal kurz gucken, ob die hier wieder Lust haben. Tatsächlich. Wow, noch eine orange Katze. Was soll denn der Scheiß? Hey, bleibst du wohl hier? Das Ding die Treppe runtergelaufen. Kommst du wohl hoch? Hier hinten auf? Ja. Kommst du hoch? Kommst du? Ja, kommst du? Hallo, kommst du jetzt mal hoch? Muss ich halt hochschieben? Boah, jetzt hab ich's grad wachsen. Stell dir mal vor, Julian würde gerade mit seinem Schwanz reden. Und so. Okay, noch ein Foto machen von der glücklichen Familie. Mach ich kurz Treppen. Dann war's das. Weil ich noch nicht weiß. Nee, ich mach das. Oder das? Mal gucken, vielleicht mache ich auch den Fernseher. Ich weiß es doch nicht. Ist es besser, wenn ich das so mache? Naja, sieht jetzt irgendwie komisch aus. Nee, ich mach lieber andersrum. Machen wir es quasi so. Oh. Fackeln an den Rand. Boom. Sieht's von unten aus? So, dass da. Ja, das geht eigentlich. Ja, das geht. Würde ich behaupten. Okay. Da muss halt theoretisch jetzt noch Fichtenholz rein. Und ansonsten. Würde ich jetzt sagen, was von der Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass es wohl da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft wieder. Tschüss. Yeah.